Hey, Johannes hier für den Notebooks billiger Blog und wir schauen uns hier am Stand von Samsung auf der CES 2014 die Samsung Galaxy Camera 2 an. Das ist eine 16,3 Megapixel Kamera mit BSI CMOS Sensor und wie man hier schon erkennen kann, 21-fachen Zoom. Der geht von 23 mm Weitwinkel bis zu 483 mm Zoom. Klicken wir mal hier drauf und dann schaltet sich die Kamera dann auch ein. Und dann gucken wir mal, wie weit die sich hier rausfahren lassen kann. Geht schon ganz gut. Wir haben hier diesen Aluminium-Look und hier das weiße Modell. Das gibt es auch noch in schwarz. Ihr seht, das Ganze hat hier noch eine Lederoptik, aber das ist kein wirkliches Leder, es ist Kunststoff. Das gibt es auch beim Samsung Galaxy Note 3 übrigens. Vom Display her haben wir hier ein 4,77 Zoll HD-Display, also eine Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Das ist ein SC-LCD-Display. Wir haben einen optischen Bildstabilisator als Prozessor, ein 1,6 GHz Quad-Core und 2 GB Arbeitsspeicher und was ganz Neues, NFC und WLAN ist natürlich auch an Bord. Und was neu ist an der zweiten Version ist eben auch noch, dass das Ganze schlanker ist als der Vorgänger. Es gibt natürlich auch neue Modi, beispielsweise hier diesen Smart Mode, den Selfie Alarm. Dann haben wir hier ein blaues Rechteck und wenn euer Gesicht dort drin ist, wenn ihr ein Selbstporträt macht, dann wird automatisch euer Gesicht erkannt, dass es in dieser Box ist und es werden 5 Bilder gemacht und ihr könnt dann einfach das passende, richtige, schöne Bild auswählen. Das ist also hier die neue Samsung Galaxy Camera 2 hier auf der CES 2014. Vielen Dank fürs Zuschauen.